Ja, also sie werden hier bei uns ja in der Werkstatt gefertigt. Wir haben Druckvorlagen bekommen. Die werden dann zusammengestellt, vorgebohrt. Natürlich in der Metallwerkstatt der Hauptarbeitsgang. Die Wellenbrecher werden in Scheiben geschnitten. Es werden die Zäune auseinandergetrennt und in kleine Stücke. Dann haben wir die Bruchstücke. Also all das wird sozusagen vorgefertigt und dann eben hier fertiggestellt und aufgeklebt sowie mit Draht gehalten. Also wir machen beim normalen Kundenauftrag immer eine Machbarkeitsklärung. Das bedeutet, wir setzen uns an einen Tisch, sprechen mit den Teamleitern, welches Team ist dafür gut geeignet. Es wird dann geschaut, einfach nach der Fingerfertigkeit, der Ruhe, die man jetzt auch dabei braucht. Das waren eigentlich so die Hauptkriterien, sauberes Arbeiten etc. Und wir haben eigentlich in jeder Gruppe mehrere Personen, die das perfekt können, die haben wir uns jetzt auch rausgesucht und die dürfen jetzt daran arbeiten. Ja, die haben sich mega gefreut. Also wenn man weiß, man kann wieder was Regionales machen, dann waren ja beim letzten Projekt sehr viele Beschäftigte auch im Stadion und haben da richtig mitgewirkt. Dementsprechend war das Interesse natürlich riesig, die Aufregung vor heute auch da. Und da wird viel Leidenschaft reingesetzt, ne? Wenn man weiß, für was man das tut. Und wir haben sehr viele Lilienfans, muss man sagen. Ja.